Diese Frau ist offiziell ein Wunder. In ihrem Haus in Costa Ricas Hauptstadt San José hat Johannes Paul II. Einen eigenen Altar. Denn ohne den 2005 verstorbenen Papst wäre Floribeth Moradias wohl nicht mehr am Leben. 2011 leidet sie scheinbar unheilbar an einem Aneurysma im Gehirn. Die linke Seite ihres Körpers ist gelähmt. Doch dann geschieht es. Nachdem sie die Seligsprechung des verstorbenen Papstes im Fernsehen gesehen hat, eine Stimme spricht zu ihr und aus diesem Bild reckt sich ihr eine Hand entgegen. Beim zweiten Mal sagte die Stimme mir, steh auf, hab keine Angst. Ich stand auf und sagte, ja, mein Gott. Ich ging in die Küche, dort saß mein Mann und fragte, meine Liebe, was tust du hier? Und ich sagte, mir geht es gut. Die Ärzte der 50-Jährigen können sich die Heilung nicht erklären. Das Aneurysma lässt sich wenige Monate später nicht mehr nachweisen. Untersuchungen in Rom bestätigen das. Wie kann ich das erklären? Nun, wenn ich es medizinisch nicht erklären kann, dann muss etwas anderes passiert sein. Eine Kommission des Vatikans hat die wissenschaftlich unerklärliche Heilung der Floribeth Moradias als zweites Wunder von Johannes Paul II. Anerkannt. Sein erstes Wunder ist die Heilung einer französischen Nonne von der Parkinson-Krankheit. Ein zweites Wunder ist in der Regel nötig, um heilig gesprochen werden zu können. Am 27. April soll Johannes Paul II. Zusammen mit Johannes dem 23. in den Stand eines Heiligen erhoben werden. Ihm wird damit die Ehre einer der schnellsten Heiligsprechungen der Geschichte zuteil. Schon bei seiner Beerdigung hatten dies viele Gläubige gefordert und keinen Zweifel daran gelassen. Dieser Papst ist für sie ein Heiliger.